nach unten. So, mein kleiner runzliger Freund. Ich nenne ihn Karl. Schau mal, was ich für dich habe. Wusa-Karl. Oh, Wusa. Ja. Wiedersehen. Vor allem mit der Kerze auf dem Kopf. Ist er weg? Die großen Steine sind zu auffällig, aber vielleicht kann ich unbemerkt ein paar von den kleinen Goldnuggets mitnehmen. Ja. Diebstahl! Auf ihn! Der Mensch hat Gold gestohlen! Sie hören dich wohl nicht mehr. Nur ich kann dich hören, wenn du auf meinem Kopf sitzt. Stimmt's? So ein Pech. Freu dich nicht so früh. Für heute Abend bereite ich eine Oper vor. Oh, wie geil. Ich schätze, damit gehörst du mir. So. Auf zum Drachen. Und jetzt können wir mal hier ein bisschen Gold einschmelzen. Das war's. Der Kopf passt perfekt. Jawohl. Dann zieh mal dran hier. Ding dong. Lava Marsch. Mal zu Hause. Der Ofen ist so heiß, dass man sich kaum nähern kann. Das ist normal. Das ist ja auch so. Schmelzt. Ich kann die Nuggets doch nicht einfach so in den Ofen legen. Ich würde das flüssige Gold nie wieder aus dem Ofenrost bekommen. Stimmt auch wieder. Okay. Dann. Okay. Selbst mit der Zange ist die Hitze fast unerträglich. Der Ofen ist so heiß, dass man sich kaum nähern kann. Der Ofen. Wie heiß war der Ofen? Der Ofen ist so heiß, dass man sich kaum nähern kann. Warte, muss ich mir auch schreiben. Der Ofen ist so heiß, dass man sich kaum nähern kann. Ah ja. So. Ja! Die Nuggets sind im Hochofen geschmolzen. In der Schale hat sich ein kleiner goldener See gebildet. Und sowas tut man natürlich auch in seine. Egal. Das bisschen Gold kann ich doch nicht auf einem Amboss bearbeiten. Nein, du Held, aber du könntest es da rausklöppeln. Dann tust halt eben hier rein. Also gut, ich gieße das Gold in die Form. Sollte gerade genug sein. So. Eine astreine Goldmünze mit einem grimmigen Zwerg drauf. Au! Oh, ist noch heiß. An was erinnert mich das nur? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, Mutti. Ich nenne sie Helga. Schau mal, hier habe ich die erste Goldmünze für deinen Schatz. Mögen noch viele folgen. Oh, danke. Und wie sieht es mit dem Schwert aus? Also, nun ja, ich liege drauf. Könntest du es dir holen? Schön. Was? Wo genau ist es? Ein Stückchen weiter, glaube ich. Ja, da ist was. Das ist der Kopf einer Spitzhacke. Ah. Dann noch ein Stückchen weiter. Den könnten wir jetzt gebrauchen. Toll. Es ist kaputt. Was? Es ist unter deinem Gewicht zerbrochen. Also deswegen hat es plötzlich nichts mehr gesagt. Was? Dabei war es so nett. Es hat gesagt, ich sei ein abscheuliches Monster. Und es würde mir am liebsten den Kopf abschlagen. Damit kann ich nichts anfangen. Was soll ich mit einem zerbrochenen Schwert? Du könntest es vielleicht reparieren.
Sehe ich aus wie ein Schmied? Du kannst einer werden. Dort liegt ein Schmiedebuch. Oha. Waffenschmied in 14 Tagen? Das ist zu lange. Ich habe keine 14 Tage. Dann lies halt schneller. Alles, was du brauchst, findest du hier. Einen Amboss, Feuer, eine Anleitung. Na, oh. Ja, großartig. Ah, den haben wir. Sehr schön. Damit weiß ich auch... Perfekt. Ja, was wir jetzt machen werden. Wir werden jetzt erst einmal das Kupfer aus dem Berg befreien. Das brauchen wir nämlich. So. Und ein... Ja, eine nette Anlehnung an Herr der Ringe. Das sind die gleichen Bruchstücke sogar, wenn ich mich erinnere. So. Und drauf losgeklüppelt. Ich habe 3 Brocken kupferhaltiges Gestein. Sehr gut. Aber kein Arkanit-Kristall drin. Schade. Also schön. Magische Schwerter, magische Schwerter, magisch... Ah, hier. Verdammt weit hinten im Buch. Kein gutes Zeichen. Bla, bla, bla. Magische Schwerter zu schmieden ist sehr schwierig. Hohe Kunst des Schmiedens. Nur Schmiede mit Level 98 können magische Schwerter schmieden. Das ist gar nicht gut. Mein Level dürfte grob überschlagen 0 sein. Mal sehen. Hier wird erklärt, wie man ein magisches Schwert reparieren kann. Man muss es neu schmieden und dann in Drachenfeuer halten. Und womit übe ich, bis ich Level 98 bin? Das klingt nicht schlecht. Deutsche. Kupferkessel. Oder Kupfer. Ziemlich einfach und man braucht nur einen Rohstoff. Kupfer. Können wir noch ein bisschen Kupfer abbauen, weil ich glaube, das wird nicht reichen. Nein. Das Ploppen, was man eben gehört hat, war eine ein Twitch-Hinweis. Irgendeiner ist gerade am Streamen. Da wir Montag haben, könnte es sein, dass Gronkh am Streamen ist. Das soll uns aber mal egal sein. So. Okay. Ich leg so viele Steine wie möglich rein. Dann wollen wir mal Kupferkessel herstellen. Was soll ich denn damit alles anstellen? Selbst mit der Zange ist die Hitze fast unerträglich. Ja, das sagtest du bereits. So. Das Kupfer ist geschmolzen und aus den Steinen geflossen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. So, dann wollen wir mal ein bisschen Kupfer herstellen. Kessel meine ich. Das Kupfer ist viel zu flüssig. So kann ich es nicht bearbeiten. Ja, wie dann? Soll ich es hier reintunken oder was? Oh, Tatsache. Ein Stück Kupfer. Ein knappes Pfund, schätze ich. Oh, schön. Das Kupfer ist noch heiß, wird aber schon langsam hart. Wollen wir mal. Später. Noch nicht perfekt, aber dafür bin ich jetzt Schmied, Stufe 1. Nur noch 97 weitere Kessel. Oh, na super. Was ist? Kupfer holen, Kupfer schmelzen, Kessel bauen. Irgendwie müssen wir auf unsere Spielzeit kommen. Also leg los. Oh nein! Ehrlich jetzt? Ah, also schön, ich mach's allein. Oh, danke. Viel später. 98 Kessel, Level 98. Und hat das einen Spaß gemacht. Immerhin kann ich nun so ziemlich alle schmieden, inklusive geborstene magische Schwerter. Was machen wir denn mit den... Kupferkessel, 98 Stück. Und einer schöner als der andere.
Ja, schön. Also gut. Als Schmied Level 98 weiß ich, was zu tun ist. Oh nein. Tada! Ich habe das Schwert neu geschmiedet. Herzlichen Glückwunsch. Fehlt nur noch die Härtung im Drachenfeuer. Oh, super. Das Schwert ist repariert. Aber so ist es nur ein ganz gewöhnliches Schwert. Ja. Erst Drachenfeuer härtet es und bringt seine magischen Eigenschaften zurück. Ungehärtetes, nicht magisches Schwert. Hey, Schnucki. Hallo, meine Hübsche. Ja? Das Schwert muss in Drachenfeuer gehärtet werden. Wärst du wohl so nett? Oh, das dürfte nicht so ohne weiteres möglich sein. Ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich denke, du bist ein Drache. Ja, schon. Aber um Feuer zu spucken, muss man rasend vor Wut sein. Das ist der normale Gemütszustand der meisten Drachen, weißt du? Aha. Aber ich habe es nicht so mit der Wut. Ich habe früher viel autogenes Training und Yoga gemacht. Ach du Schande. Alles klar. Du bist doof. Du bist ganz, ganz doof. Warum sagst du das? Weil es so ist. Aber das stimmt nicht. Ich habe schon immer viel gelesen. Hat nichts gebracht. Hier ist noch nie ein so dämlicher Drache untergekommen. Hey, das ist nicht sehr nett. Aber eines muss dir doch klar sein. Sollte deine eigene Mutter... Boah. Drachen wie du sollten keine Monsterausbildung machen. Ich mache mich hiermit über deine Lebenseinstellung und dein Wertesystem lustig. Oh ja. Ich mache mich hiermit über deine Lebenseinstellung und dein Wertesystem lustig. Das, ist das gut oder schlecht? Schlecht. Ich gehe in Opposition zu all deinen Meinungen. Okay. Vergiss es. Selbst deine eigene Mutter kann dich nicht leiden. Komm, wir machen die mal so richtig wütend. Deine Mutter fand dich so unausstehlich, dass sie dich weggegeben hat. Natürlich, das ist bei uns Drachen so. Mist. Hast du mal mit Drachenkindern zu tun gehabt? Die will man nicht um sich haben. Stichwort brennende, giftige, ätzende Exkremente. Okay. Ich finde, Drachen wie du sollten keine Ausbildung zum Monster machen. Warum das denn nicht? Ihr gehört nicht ins Berufsleben. Du solltest dir einen furchteinflößenden Ehemann suchen, der seinen Job macht und für dich sorgt. Das ist doch... Das alles Entscheidende ist aber... Du stinkst. Du stinkst ziemlich gewaltig. Boah, die Augen. Ja, so muss es einem Menschen vorkommen. Bei den männlichen Drachen ist mein Schwefelgeruch aber immer gut angekommen. Mist. Mein erster Freund nannte mich immer sein kleines Stinkerle. Nee. Darf ich dir vielleicht einen kleinen Sympathietee anbieten? Na, lieber nicht. So. Was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ja? Weißt du eigentlich, dass du verdammt hässlich bist? Sogar für einen Drachen? Du meinst monstermäßig hässlich und furchteinflößend? Oh, das hat nicht funktioniert. Danke! Bitteschön! Sehr gerne! Dein Fußballteam ist das Letzte. Die können nichts, werden nie etwas können und jeder Fan von denen ist ein Idiot. Was ist Fußball? Das ist, wenn du mit einem Ball... Na, vergiss es. Okay. Du bist doof. Du bist warum? Weil es so ist. Aber das hat nichts hey. Ja, 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 ja. Ich finde, warum? Ihr gehört das Monsterausbildung. Du stinkst. Ich brauche deine Hilfe. Komm, wir nehmen du alle. Du könntest mit. Mir mal helfen, Schätzchen. Mein Hemd müsste gewaschen und gebügelt werden. Ja! Ich habe Feuer gespuckt. Gut für uns beide. Ich war so wütend, dass ich... Danke. Gern geschehen. Hallo? Schwert? Ah, heiß!
Was zum Teufel soll das? Ich hab dich neu geschmiedet, nachdem dich ein Drache aus Versehen durchgebrochen hat. Wo ist das Monster? Ich will in seinem Blut baden. Dafür haben wir keine Zeit. Wir haben noch einiges vor uns, schätze ich. Ich werde dir einen Weg durch unsere Feinde freimetzeln. Klar.